Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Für den Predigttext, der uns für den heutigen 15. Sonntag nach Trinitatis gegeben ist, aus dem ersten Buch Mose im 15. Kapitel. Es begab sich, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Donnerstagvormittag heulten die Sirenen mehrmals und in verschiedenen Tönen. Die Handys kreischten. Und ich denke, viele von uns haben davon etwas mitbekommen am Donnerstagvormittag. Ein Probealarm, nichts Schlimmes, das Leben geht ganz normal weiter. Aber dass so etwas gemacht wird, so ein Probealarm, dass so etwas gemacht werden muss, das zeigt doch, dass unsere so sicher scheinende Gesellschaft irgendwie verletzlich ist. Es zeigt, dass doch der Gedanke nicht ganz ausgeschlossen ist, dass wir dieses Alarmsystem einmal brauchen könnten. Dass irgendetwas über unser so beschauliches Leben hereinbrechen könnte. Und das macht mir Angst. Dieser Gedanke macht mir Angst, der Gedanke an Bedrohungen, an Feinde und Gewalt, der Gedanke an Krieg, Bomben und Zerstörung, auch der Gedanke an Naturkatastrophen, Feuer, Wasser, Hitze, Sturm. Es macht mir Angst, was so alles passieren könnte. Und was sagt unser Glaube dazu? Was sagt unser Glaube zu all dem, was uns Angst macht? Ich denke, dass unsere heutige kleine Geschichte, die wir zuvor als Predigttext gehört haben, sehr wohl etwas dazu sagen kann. Die Geschichte beginnt mit den Worten: Es begab sich, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Was heißt das? Was wollen uns diese Worte nun sagen? Ja, natürlich.
Sie wollen uns sagen, dass wir uns nicht fürchten sollen. Fürchte dich nicht. Sie wollen uns sagen, dass wir uns auch nicht zu fürchten brauchen, dass Gott mit uns ist und dass er uns beschützt und dass er in allen Dingen bei uns ist. Ja, wir sind getauft und in der Taufe hat Gott uns seinen Segen zugesagt. Und doch kommen auch Christen um in den Kriegen dieser Welt. Trotzdem werden auch Christen Opfer von Terror und Gewalt. Trotzdem müssen auch Christen fliehen. Was nützt es da, getauft zu sein? Wo bleibt denn da der Segen Gottes? Was nützt mir dann meine Gotteskindschaft, wenn die Not so fürchterlich über mich hereinbricht? Und ganz ähnlich hat sich auch Abraham gefragt nach der Verheißung, die er hier bekommen hat. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das heißt, Gott will Abraham reich machen. Einen großen Lohn, großen Reichtum zu bekommen. Er will ihm Reichtum geben, großer Lohn, sagt unser Text. Aber Abraham ist alt und er hat keine Kinder. Was will er da noch mit so großem Reichtum? Er kann ihn ja doch nicht weitergeben. Ich gehe dahin ohne Kinder, sagt er. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und irgendjemand anderes wird es dann erben. Und das heißt eigentlich, was er dazu sagt, eigentlich ist doch das, was du mir jetzt verheißt, im Grunde doch unbrauchbar. Liebe Gemeinde, ich glaube, genauso denken auch viele über den Glauben. Viele denken, was hilft es denn zu glauben? Was hilft es denn, Gott bei sich zu haben, von Gott zu wissen? Was hilft es denn, wenn ich beten sollte, wenn ich mein Leben mit Gott führe? Was bekomme ich denn für einen Schutz, wenn ich auf Gott vertraue? Und wo sehe ich denn heute den Segen Gottes, der mir in der Taufe zugesprochen worden ist? Wo sehe ich den Segen Gottes in meinem Leben? Ist das alles mit dem Glauben nicht in vielen Dingen auch so unbrauchbar wie ein großer Besitz für einen alten, kinderlosen Abraham? So denken viele über den Glauben. So wie in unserer Geschichte für Abraham, der sowieso nichts mitnehmen kann von dem, was ihm Gott an Reichtum schenkt. Was nützt es mir? Heute, morgen und übermorgen. Was nützt mir der Glaube in meiner Angst vor der Zukunft? Und von vielen wird versucht, dann den Glauben und den Inhalt des Glaubens mehr auf heute und auf diese Welt zu beziehen und sich heute und in dieser Welt irgendwie dem Glauben etwas abzugewinnen, etwas Sichtbares, etwas Erlebbares, etwas, was man tun kann, dem Glauben sozusagen eine praktische Seite zu geben. Aber wer am Glauben die handhabbare Tätigkeit in den Vordergrund rückt, dem zerrinnt der Glaube irgendwann. Genau wie Abraham es mit dem großen Reichtum von Gott empfand. Und Gott entgegnet Abraham daraufhin, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen deine Nachkommen sein. Gott verheißt dem Abraham Nachkommen. Und kurz gesagt, die Verheißung ist, es wird alles viel, viel besser werden, als du jetzt weißt. Es wird alles viel, viel besser werden, als du jetzt dir vorstellen kannst. Das ist der Grund der Verheißung. Es wird alles viel, viel besser werden, als du jetzt überhaupt denken kannst. Liebe Gemeinde, so ist es doch auch mit unserem Glauben als Christen.
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Damit endet unser Glaubensbekenntnis. Und auch das ist mehr, als ich mir vorstellen kann. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ewiges Leben sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Freude größer sein wird, als ich denken kann. Aber seit Ostern haben wir diese Verheißung. Abraham hat im Glauben eine große Nachkommenschaft verheißen bekommen. Mehr als er sich vorstellen kann. Wir haben im Glauben das ewige Leben verheißen bekommen. Größer, als wir uns vorstellen können. Und nun ist die Frage, wie fügt sich das in unseren Alltag ein? Ja, was bedeutet das für unseren Alltag heute, hier und jetzt, dass Gottes Verheißung einmal kommen wird? Im Blick auf Abraham heißt das, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. So endet unser heutiger Text. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Liebe Gemeinde, es geht um unser Leben heute. Ja, Glaube geht immer auch um unser Leben heute. Glaube ist nie eine Vertröstung auf ein Jenseits. Aber weil der Glaube die Hoffnung auf das ewige Leben, weil der Glaube diese Hoffnung so zentral beinhaltet, deshalb muss die Hoffnung auf das ewige Leben auch etwas für mein Heute bedeuten. Und dafür ist unsere Geschichte uns heute erzählt. Damit auch wir daraus etwas für unseren Glauben heute mitnehmen. Die Geschichte der Verheißung an Abraham. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Es gibt viele Dinge, die uns im Leben geschenkt werden. Abraham waren es die Nachkommen. Uns werden auch viele Dinge im Leben geschenkt. Aber das Zentrale an jedem Geschenk, das Zentrale an jedem, was uns geschenkt wird, ist nicht die Ware, die den Besitzer beim Schenken wechselt. Das Zentrale am Geschenk ist nicht das, was wir überreichen oder was uns überreicht wird. Das Zentrale ist nicht das Geschenkte selbst, sondern das Zentrale ist die Beziehung zu dem, der schenkt. Das Zentrale beim Schenken ist das, dass der Schenkende und der Beschenkte miteinander in eine Beziehung treten. Das Zentrale am Schenken ist das persönliche Gegenüber. Ein Miteinander, das dadurch entsteht. Ein Miteinander, das voller, vielleicht sogar inniger Beziehung ist. Und das Wichtige an der Verheißung an Abraham war, wie unser Text sagt, dass Abraham seinem Gott glaubte und dass er ein inniges Vertrauensverhältnis hergestellt hatte. Dass dieses innige Vertrauensverhältnis durch diesen Glauben auch da war, durch das Miteinander mit Gott. Natürlich war der Weg der Nachkommen zu einem großen Volk nicht minder wichtig, dass daraus das Volk Israel entstanden ist. Aber alles ruhte auf dem glaubenden Vertrauen Abrahams. Und bei uns? Natürlich ist es wichtig, dass wir einmal ganz real in den Himmel kommen. Dass für uns im ewigen Leben der Himmel einmal Realität sein wird. Natürlich ist das unsagbar wichtig. Aber das Wichtige für heute ist, dass wir heute schon ein reales Gottvertrauen haben. Ein reales Gottvertrauen, das unsere Hoffnung auf das ewige Leben ausdrückt.
Und das ist das Zentrum unserer Gottesbeziehung. Das Zentrum unserer Gottesbeziehung ist doch ein glaubendes Vertrauen. Ein Vertrauen, dass Gott es mit dem ewigen Leben auch wirklich gut machen wird. Dass wir heute schon darauf vertrauen können. Denn Glaube soll ja kein Egoismus sein. Glaube soll kein Egoismus sein, kein egoistischer Gedanke, dass es mir nur um meine eigene Seligkeit, dass es nur für mich sozusagen um mein ewiges Leben geht. Hauptsache, dass ich einmal dort ins ewige Leben komme. Hauptsache, dass es mir dort gut geht. Das soll nicht das Zentrum des Glaubens sein, sondern die Hoffnung auf das ewige Leben soll heute das Miteinander mit dem festigen, der uns diese Verheißung schenkt. Die Hoffnung auf das ewige Leben soll heute ein Miteinander mit Gott bedeuten, das Miteinander mit unserem himmlischen Vater. Für heute heißt das die Hoffnung auf das ewige Leben. Für heute heißt das, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du es in Ewigkeit gut machen wirst. Ich vertraue dir, dass du es mit meinem ewigen Leben gut machen wirst. Und wenn ich dir schon das für meinen Verstand völlig unfassbare ewige Leben vertraue, dann kann ich dir doch auch erst recht mein Heute und Morgen anvertrauen. Gott, wenn du schon der Herr, der mir so unvorstellbaren Ewigkeit bist, dann wirst du auch der Herr meiner Gegenwart sein, meiner zukünftigen Zeit hier auf Erden. Der Herr meines Heute und Morgen und Übermorgen. Und in diesem Vertrauen brauche ich eigentlich keine Angst mehr zu haben. Der, der für mich das Leben seines Sohnes gegeben hat, der für mich den Himmel aufgeschlossen hat, der für mich so eine unvorstellbar große Freude verheißen und bereitet hat, der wird mich auch den Weg meines Lebens führen. Und in diesem Vertrauen brauche ich keine Angst mehr zu haben, was die Zukunft bringen mag. Sei es für mein eigenes Leben oder sei es für die Geschichte der Völker oder für die Geschichte der ganzen Welt. In dem Gottvertrauen und in der Hoffnung auf das ewige Leben kann ich heute schon vertrauensvoll gehen in dem Wissen, wenn Gott so viel für mich bereitet hat, dann wird er mich heute und morgen nicht fallen lassen. Dann wird er mich auch in meiner Zeit hier sicher führen und leiten. Mögen wir dies in den Momenten des Zweifels und der Angst uns sagen lassen. Möge uns dies gesagt sein für die Momente des Verzagens und des Bangens, für die Momente der Verzweiflung, der Unsicherheit und der Furcht. Möge uns unser himmlischer Vater seine Verheißung uns immer wieder gnädig ins Herz legen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.